diesem Bericht präsentiert euch Olymp Heizungen. Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bieröl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Boot TV 22, ich möchte die Gäste vom Franz und vom Ronny recht herzlich hier begrüßen im H8 Hangar. Ich möchte mich bedanken, dass so viele Gäste da sind und so viele prominente Gäste. Und es geht heute um unseren André Schöpf. André, komm mal her zu mir. André, dein Applaus. Du weißt, um was es heute geht. Ja, Herr Marse. Um was? Um Skifahren. Um Skifahren geht es heute. Und da haben wir noch jemanden da. Ja. Eine ganz bekannte Skirennläuferin. Die tust du jetzt vorstellen. Herr Tui. Franziska Kirsch, kannst du kommen, bitte. Super, dass die Franziska sich heute die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Und unseren André, der was ja die Plaketten umhängen hat, in alle Farben. Franziska, da wird man neidisch, ha? Extrem wertvoll und also sehr, sehr cool, dass er das alles erreicht hat. Und ich finde es richtig toll, dass er so einen Sport ausübt. Und deswegen, glaube ich, verdient er eine riesengroße Wertschätzung. Und einen Applaus für unseren André und für die Franziska. Jetzt werden wir mal den André ein bisschen vorstellen. Ein 87er Baujahr bist, wohnen durch in Griers. Ja. Und jetzt erzähl mal, wie hat es begonnen mit dem Skifahren? Ja, begonnen hat meine Skikarriere am Brandacher Feldtift in Griers mit Sulzdal. Man hat schon bei der Skifahrung nämlich gelernt, ist auch gehört. Ich bin unendlich dankbar, dass es die Natalie gibt, dass sie mit mir Skifahren gegangen ist. Der Google ist selten irgendwo überall hin. Und da bin ich froh, dass ich selbst mal Ski geschaut bin und habe mir gedacht, eher aus mir wird ein Star. Und genau. Ein sicherer, ein Star. Da bin ich jetzt auch. In meiner Familie, meine Geschwister waren nie ein Star, aber der Jüngste muss ein Star sein. Dankeschön einmal. Ja, das sind tolle Worte vom André. Und da sieht man schon selbstbewusst dieser. André, wie hat denn das begonnen? Wie ist denn das erste Skirennen gewesen? Mit wie vielen Jahren hast du denn da das erste Rennen gehabt? Ja, das erste Skirennen habe ich gehabt, da, wo ich vor dem Ziel gestellt bin, weil der Wind gegangen ist. Und ein Kollege hat mich eingeholt vor dem Ziel und ich war schneller im Ziel wie ich. Ja, natürlich. Ein bisschen mit Pech. Und das hast du nicht gelten lassen und hast gesagt, aber jetzt trainiere ich richtig und dann wäre ich der große Sieger. Genau so ist. Und jetzt ist er der große Sieger und ich finde es ja super. Der André war heuer nach seiner Verletzung wieder in Schladming und hat im Riesentorlauf, wie viele Medaillen hast du gemacht in Schladming? Drei. Drei Medaillen. Also, das ist wieder ein Applaus wert für den André. Deine Karriere hast du jetzt langsam beendet. Warum? Ja, die Rennkarriere ist leider beendet, weil der store André, wo ich Pitstall-Instellung eigentlich nicht bei den Eisstellen, da bin ich nur gerutscht wie ein Nichtskönner auf gut Deutsch und ein Nichtskönner kann auch die Skirennkarriere beenden. Du hast einfach gesagt, wegen Steilhang beendest du die Karriere. Ja. Was macht er in Lengenfeld? Ich habe gehört, du beziehst heuer oder nächstes Jahr eine Wohnung. Ja, ich beziehe im Juni schon meine Wohnung. Das habe ich meinen Eltern und meiner Schwester zu verdanken, dass ich wirklich so geworden bin, wie ich bin. Und jetzt in der Wohnung wäre ich selbstständig, werde mit meiner Schwester sehr viel kochen und auch lernen. Und da bin ich auch ganz dankbar. Das gefällt uns auch für den André, dass er selber seinen eigenen Haushalt bewältigen wird. Ja, André, und was ist die Zukunft? Was machst du noch in der Zukunft, wenn du nicht mehr Skifahrst? In der Zukunft wäre schon noch ein bisschen die Pischen rück mit meinem Special, mit dem Markus sowieso. In Google, Sölden, egal wo ich bin. Skifahren ist mein Leben, Skifahren ist mein Hobby und ja, einfach passt. Vielleicht wärst du mal mit der Franziska an Skihang rücken. Ja, hat die mal, oder? Die zwei Hausherren, die was das heute veranstalten, der Franz und der Ronny, kommen Sie mal bitte zu mir her. Ihr habt die Idee gehabt, heute das zu machen. Franz, wir sind in deinem Showroom und da sehen wir wunderschöne Autos. Es geht nicht immer um Sport, sondern es geht auch um die Mobilität. Mit der Ötztal Classic, 25 Jahre warst du Präsident. Und wenn man da schaut, wunderschöne Fahrzeuge. Sport und Automobil und Mobilität passt irgendwie zusammen. Ja, man fängt einmal an, klein, und irgendwann einmal kommt man drauf, Teufel, das ist eine ganz schöne Angelegenheit. Man muss es aber, es gibt zwei Arten, wie man das betreiben kann. Man kann einfach hergehen und will sammeln oder man macht es aus Freude. Also bei mir ist es die Freude und nicht der Sammeltrieb.
Und deswegen bin ich auch froh, dass ich fast mit allen jedes Jahr davor, wir werden sie bewegen. Ja, und er bewegt sie und ich weiß es. Und einen großen Vorteil hat er natürlich, Reining braucht er sie selber nicht, das macht der Ronny. Ronny, du da herinnen in deiner Halle, und da vorne außen reinigst du die Auto 1A, die glänzen mehr als wie ein Spiegel. Ja, natürlich, wenn du so ein schönes Auto reinigen darfst, passt das natürlich super zusammen. Franz und ich verstehen jetzt so gut. Er hat die Auto, ich darf sie putzen. Ich tue es ja gerne, oft, ich mache mein Hobby, er ist seine. Ich verdiene Gott sei Dank nur wegen Geld damit, oft, doch sind wir beide zufrieden. Ja, so soll es sein. Beide sind zufrieden. Wichtig ist, dass man vorher putzt fort. Weil nach dem Putzen magst du nicht mehr fahren, weil du sagst, jetzt wird er wieder dreckig. Ja, wenn man da durchschaut, da ist kein einzig Stapel drauf auf die Auto. Also er hat sie über die Nacht vorbereitet. Franzi, komm mal her zu mir bitte da. Darf ich sie in die Mitte nehmen? Ja. André, passt das also so zwischen uns zwei? Franziska, ein hartes Jahr war das für dich. Ein paar Top-Plätze, ein Bergauf, ein Bergab über das Jahr. Hat sich viel getan bei dir. Natürlich fragen die Leute, wie geht's bei der Franziska weiter? Ja, grundsätzlich muss ich schon mal sagen, ich glaube, im Leben geht es generell bergauf, bergab. Das gehört einfach dazu. Wichtig ist, dass man einfach nie aufgibt, immer weitermacht, weil einen Brief gibt man auf der Post auf und sind nirgends. Und ich glaube, mit dem habe ich es schon ziemlich gut verraten. Ich möchte auf alle Fälle so in der Konstellation weitermachen. Ich habe jetzt noch ein paar wichtige Entscheidungen vor mir, werde mich bestmöglich aufstellen und dann wieder gut angreifen. Und da freuen wir uns schon. Und das ist ein Applaus wert, denn sie hat heuer Top-Plätze auch eingefahren im Skiweltcup. Ja, Franziska, du bist ja nicht nur im Slalom, im Riesenlauf, sondern du fährst Speed, du fährst alle Disziplinen. Ist das nächstes Jahr so? Ja, grundsätzlich taugt mir einfach die Abwechslung extrem. Ich glaube, ich brauche es ja, wenn ich zu lange auf einer Disziplin pick, da wird man einfach zu langweilig. Und mir macht es irrsinnig Spaß und ich glaube, alles, wo Freude und Spaß dahinter steht, sollte man auf alle Fälle verfolgen und ich möchte definitiv so breit aufgestellt weitermachen. So breit wie möglich aufgestellt sein und wenn man alle Disziplinen fährt, möchte man natürlich auch den Gesamtweltcup gewinnen. Das ist ja ein großes Ziel, glaube ich. Mal grundsätzlich ist der Gesamtweltcup für mich im Moment noch sehr, sehr weit weg. Ich glaube, ich habe noch einige Hausaufgaben zu machen und möchte jetzt schon mal schauen, dass ich in Slalom und in Riesenslalom wieder die Schritte nach vorne mache. Da mal an der Weltspitze anklopfen und dann schauen wir, was rauskommt. Ja, du und der Flo, ihr seid ja ein Top-Team. Ihr habt ja auch den ganzen Tag, das ganze Jahr immer sehr eng beisammen. Ihr macht das Training zusammen. Wie ist da die Spannung oft? Also grundsätzlich verstehen wir uns logischerweise sehr, sehr gut. Ich glaube, wir können das beide sehr gut einordnen, wo es zum Arbeiten ist, wo es um Freizeit geht und wo es definitiv dann auch mal einfach uns privat gibt. Und logischerweise ist es was extrem Spannendes und gibt es jetzt nicht so oft, aber dann dürfte eigentlich jeder Familienbetrieb auch scheitern und ich glaube, das ist nicht so. Das sind aber tolle Worte, ja. Ja, die Saison ist vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Was steht jetzt an? Urlaub und dann geht es eh schon wieder mit dem Training los. Ich habe es zuerst schon angekündigt, ich habe jetzt sicher noch ein paar wichtige Entscheidungen für mich zu treffen und dann gilt es sicher mal kurz eine Pause zu machen, aber im Mai möchte man unbedingt noch die perfekten Trainingsbedingungen da daheim im Ötztal und vor allem in Sölden nutzen, gerade wenn sie vor der Haustür sind. Es gibt eigentlich nichts Schöneres daheim zu trainieren und da werden wir sicher schon die Vorbereitung wieder starten für die neue Saison. Und da sind wir gespannt. Und da halten wir die Daumen für die Jahr 2024/25. Franziska, jetzt stehen wir da herinnen bei wunderschönen Fahrzeugen. Was würdest du da vorne aussuchen? Da fällt mir gerade die Wahl sogar wirklich schwer. Ich würde gerne mal ein paar testen, aber vielleicht lassen Sie mir einmal eine Runde drehen. Aber Franz, wie schaut das aus? Bin einverstanden, ja, kannst du kommen. Also, sie hat aber geredet von alle testen. Ja, kann sie alle testen. Auch. Ich weiß nicht, ob sie so viel Zeit hat. Gell? Da geht uns vermutlich die Zeit aus, aber einmal eine kleine Spritztour wird wohl hoffentlich drinnen sein. Wie bist du verbunden mit der Mobilität? Ihr seid natürlich sehr viel das ganze Jahr am Weg mit den Autos von tausenden Kilometern über das Jahr. Wie ist denn das bei dir? Wer fährt da? Auch mal selber oder fahr immer der Flo? Nein, grundsätzlich wechseln wir uns schon hin und da an. Der Flo ist selber gerne davor, gibt nicht so gerne Steuer aus der Hand. Sinnstiebmobilität ist eigentlich bei uns alles A und O. Ich bevorzuge lieber fast das Auto, wie Fliegen und solche ganz langen Reisen gehört aber auch dazu. Und ja, meine Mama hat auch einen Oldtimer daheim stehen. Der reizt mich schon auch. Vielleicht kann ich mit dem einmal beim Oldtimer-Rennen mitfahren. Ja, schauen wir, das hat uns gefreut, wenn sie dabei war.
Jetzt haben wir den André heute da und der André hat ja schon viel gemacht, beendet seine Karriere. Was sagst du zu der Geschichte von ihm? Ja, eigentlich einfach nur mega beeindruckend. Ich gratuliere ihm zu seinen ganzen Erfolgen. Was extrem Großes hat er da erreicht. Wirklich Hut ab und ich hoffe, er kann seine Skipension ordentlich genießen. Ja, er hat es eh auch schon angesprochen, ob wir uns nicht einmal auf der Skipiste treffen, von meiner Seite aus sehr, sehr gern. Und ich hoffe, er kann die Zeit jetzt ein bisschen genießen und hat trotzdem noch viel Spaß beim Skifahren. Er möchte natürlich gerne einen Hang runterrocken mit dir. Vielleicht gelingt es in Sölden oder in Griesrand, wie auch immer. Eher in Sölden an Slalom. Sölden an Slalom. Heizungserneuerung mit Olymp. Informiert euch unter www.olymp.at. Somit ist das Programm schon geritzt. Brauchen wir nur noch ein Datum und einen Tag und den werden wir uns freischaufeln und hoffentlich bei einem schönen Tag daheim in Sölden verbringen. Ja, das sind tolle Worte für den André von der Franziska. Und ich habe eine große Bitte. Wir haben da hinten eine Spendenbox. Die Mädels haben da viel gute Sachen hergerichtet, von Kuchen, von Jausen. Wenn der eine oder andere vielleicht ein bisschen was einschmeißt, damit es geht an guten Zweck. Und das waren unsere ersten Sportler jetzt. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken, Franziska, dass du dir die Zeit genommen hast. André, dein heutiger Tag. Dein Applaus für euch zwei vom Publikum da. Und wir wünschen euch alles Gute beim Rocken. Wir sind hautnah dabei. Wahrscheinlich, da ist Fernseher dabei, gell? André, wahrscheinlich, da magst du Gas geben. Und Franziska, wir wünschen da natürlich jetzt eine gute Vorbereitung, eine unfallfreie Vorbereitung, damit du gesund in die neue Saison rocken kannst. Und da wünschen wir alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir mal vom Skilauf zum Zweirad und da haben wir einen jungen Sportler aus Delfs, den Peter Scheirer, der in der österreichischen Staatsmeisterschaft, Peter, komm her zu mir bitte. Der Peter Scheirer macht schon seit wie viel Jahren Motocross? Seitdem ich 5 bin. Das sind jetzt 11 Jahre. 11 Jahre macht der Motocross und ich weiß noch, wie er angefangen hat in My Sport, My Story und seinen Liqui Moly Junior Cup und da war er sehr erfolgreich, hat den auch gewonnen und jetzt rockt er, ich komme halt vom Rocken nicht mehr raus, und jetzt rockt er in der österreichischen Staatsmeisterschaft und du bist letzte Woche oder vorletzte Woche schon den ersten Lauf gefahren und da war sehr erfolgreich und letzte Woche warst du in Rietz, da hat es auch gut geklappt. Ja genau, also jetzt vor 2 Wochen war ich in Baldau, das war der erste ÖM-Lauf. Und da bin ich nachher bei 53 Startern gleich auf den 9. Platz gefahren und bin auch, also wenn man nur die Österreicher hernimmt, auf der viertbeste Österreicher gerade. Und nachher letztes Wochenende war ich in Rietz, da ist es extrem gut gegangen. Am ersten Tag, am Samstag, da war ich, bin ich im Quali Zweiter, durchgehend Zweiter, erster Lauf und zweiter Lauf und nachher bin ich weiter in die Superklasse gegangen. Das ist die Hauptklasse von dem Wochenende gewesen. Das ist nachher die Veranstaltung am Sonntag gewesen. Da ist am ersten Lauf extrem guten Start gehabt und nachher gleich an 4. Platz ausgefahren. Und nachher im 2. Lauf ist es auch richtig, richtig gut gegangen. Auch wieder einen guten Start gehabt und leider nachher in der ersten Runde gleich gestürzt. Aber habe nachher wieder bis zum Ende aufholen können und nachher noch in 16. Und jetzt da bin ich Gesamtsechster. Ja, auch ein Applaus wert für unseren Peter Scheirer, der ist sehr erfolgreich ist, auch im Motocross. Und wenn der eine oder andere mal ein Motocross-Rennen gesehen hat, der weiß, wie hart das es da hergeht und wie auch gefährlich das es da ist. Du warst jetzt letztes Jahr verletzt, vor 2 Jahren warst du verletzt, aber jetzt bist du verletzungsfrei. Ja genau, also jetzt und letztes Jahr habe ich leider genau mitten in der Saison einen knöchernden Sehnenriss gehabt an der Schulter. Und der hat leider operiert werden müssen und nachher bin ich mal 3 Rennen ausgefallen und nachher habe ich beim Rennen auch noch einen Motorschaden gehabt und also war jetzt nicht letzte Meistersaison so ganz, aber ich bin nachher dachte ich noch auf den 18. Platz in der österreichischen Staatsmeisterschaft gekommen und ja, auf jeden Fall heuer möchte ich mal sicher unter die Top 10 fahren. Ja, und hat sich nur die Zeit genommen, er wäre normalerweise schon am Weg nach Sittendorf, nach Niederösterreich zum nächsten ÖM-Lauf. Und jetzt geht es gleich los, aufladen und dann Richtung Sittendorf. Und
Peter, wir wünschen alles Gute, unfallfreie Geschichte und bringen einen Pokal nach Hause. Danke. Ja. Ja, und wenn wir die Mobilität ansprechen, dann haben wir einen da sitzen, wer kennt ihn nicht? Den Helmut Meinschat, der schon jahrzehntelang beim Franz bei seinen Autos schraubt, technisch die Fahrzeuge instand haltet, wenn sie der Franz wieder mal zwischendurch beleidigt. Helmut, ich würde dich bitten, du kannst auch ein bisschen was erzählen über die Szene der Mobilität. Ich würde dich bitten, komm zu uns außer und erzähl uns einmal ein bisschen über die Oldtimer vom Franz und über deine Motorsport-Karriere, die was auch schon ein paar Tage her ist. Und er war sehr erfolgreich in Österreich und über die Grenzen hinaus. Wenn wir da so durch die Reihe schauen, die Mobilität, der Showroom vom Franz. Ja. Du tust ja die ganzen Fahrzeuge immer betreuen. Und es ist gleich, ja, welcher Fahrer das ist. Richtig. Vom Vierzylinder bis zum Zwölfzylinder. Ach ja, machbar. Ja. Solange ich allein noch packe, wenn ich packe, dann machen wir das auch. Bin ich verkehrt, weißt du? Das macht gar nichts. Ja. Das kann doch ruhig sein. Mit 89 Jahren ist das entschuldigt. Aber. Helmut, wenn ich mir so zurückerinnere, ich war so ein Bub, ja, wie du mit meinem Papa Rennen gefahren seid, in die 50er, 60er, 70er Jahre. Ja. Und du selber auch sehr tätig und sehr erfolgreich warst. Ja, ja, ich bin eigentlich dazugekommen. Ich bin mal 5 Jahre bei Notre Dame gewesen. So ein Mechaniker, nicht? Und da hast du ein bisschen so mal zugebracht, dass ich das weitermache, oder? Probier halt etwas zusammenbringen, oder? Und nachher ist es so weitergegangen, nicht? Ich bin ja eigentlich im Großen und Ganzen leidenschaftlicher Mechaniker. Das ist ja heute noch. Und das ist ja auch einen Applaus wert, wer ihn Helmut kennt. Der Helmut hat ja früher da unten, wo die Zimmerei ist, von Franz die Werkstatt gehabt. Und er hat es einfach nicht lassen können, deswegen kommt er alle Tage um 8 in der Früh wieder. Ja, ja, so ist es gerade, oder? Weil alles allein ja auch nicht mehr, nicht? Weil ich meine, 2 Stunden Vormittag und 2 Stunden Nachmittag ist man gleich, oder? Da habe ich ein bisschen mehr, oder? Ist logisch. Oder? Aber solange es geht, geht es. Der Franz hat gesagt, das brauchst du mit 90 Jahren, hat er gesagt. Oder? Ja, weil die 12 Zylinder, bis die eingestellt sind, da vergeht wieder ein halbes Jahr. Nein, so lange braucht man nicht. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man nachdenken muss, dann geht es schon, weißt du? Es ist ja so, wenn man das muss, so mal richtig einstellen, das Zeug, es ist nicht einfach, weißt du? Also 12 Zylinder, ist ein bisschen, muss man nachdenken, wie das weitergeht, da ist es nicht. Aber es geht. Es geht. Und wie wir sehen, die Autos laufen beim Franz, der bewegt sich immer wieder, ja, und das freut uns. Helmut, danke vielmals. Schaut das noch lang da außen. Die Zeituhr einschalten kannst, solange dass der Franz, Franz... Solange wir der Franz außen lassen sind, geht's nicht, oder? So ist es. Ja, ich sage recht herzlichen Dank unseren Sportlern, unseren Gastgebern, die was das heute inszeniert haben, da herinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid heute. Kurzer Einblick und jetzt wollen wir euch lange nicht mehr aufhalten. Die Jausen wartet und lasst es euch gut gehen. Danke fürs Kommen. Danke vielmals. Diesen Bericht präsentierte euch Olymp Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol.